Ja, moin Leute. Heute wollen wir einen Graben ausmähen in Neunkirchen, direkt vor der Haustür so ziemlich. Und hinter mir macht sich schon mal der Bagger warm. Ich brauche mich nicht warm machen. Ich habe ja im Sitzen zu tun und ich wollte euch da heute mal mitnehmen. Und am kurzen Intro geht's los. Let's Moin Leute, ich hoffe, man kann mich mit den Nebengeräuschen hier verstehen. Ich nehme euch hier mal eben mit. Ich glaube, hier wurde schon ein Rohr gesucht und vielleicht auch gefunden, weiß ich nicht. Aber das sehen wir nachher. Oh, hier ist heute richtig was los. Mann, ordentlich was los. Da fahren sie alle vorbei hier. Ja, wir wollen heute hier einen Graben ausmähen. Das ist halt ein gutes Stück. Und ja, mal gucken, wie das denn aussieht. Ja, der Mania haut gut hin. Ist nicht tief der Graben, ist auch nicht allzu viel Muddel. Ja, das Stück haben wir jetzt schon. Mal eben den Kram ausmachen, dann kann man besser hören. Gepackt wird das auf der anderen Seite vom Zaun, ist ein bisschen tricky da, ich weiß nicht, ob man es sieht. Da ist der Zaun umgekippt ein bisschen zum Wasser. Natürlich wird versucht, so wenig Schilf wie möglich an den Zaun zu kriegen, um ja, den Stromfluss dann noch zu gewährleisten, falls da einer ist. Ich weiß nicht, ist nicht mein Land. Ja, so sieht das bis hierhin erstmal aus. So, ich bin jetzt gerade unterwegs auf das nächste Stück und mal gucken, was wir da alles kriegen. Da durfte ich hier über diesen schönen Fußweg fahren. Und jetzt wird das Stück hier auch noch voll gebombt mit Gülle, damit das richtig schön stinkt. Den alten Graben, den ich eben fertig gemacht habe, den zeige ich euch gleich nochmal. Dann kriege ich hier gleich erstmal Einweisungen, wo ich hinfahren darf. Und dann gucken wir uns das mal an, dass wir noch ein bisschen weiterkommen hier. Okay. So, hier sind wir jetzt auch erstmal fertig. Ja, war nicht ganz so einfach. War alles ein bisschen verwachsen. Bäume, alles so ein bisschen überstehende Bäume, war nicht so schön mit dem Baggerarm da lang zu kommen, aber ja, ich meine, bis so ein paar Halme, die überstehen, ist das schon schiere Nummer geworden, Wasser kann zumindest ablaufen, ja, nass, extrem nass, Hauptsache ich pack mich hier jetzt nicht, dann haben wir diesen Graben hier noch gemacht. Ich kann mir jetzt überhaupt nichts sehen. Ja, drüben Stacheldraht, vorne Stacheldraht. Hier hängen Bäume über. Matschig. Nasskalt. Ja, alles andere als schön. So stellt man sich ja kein Urlaubswetter vor. Aber wir sind hier auch nicht zum Urlaub machen, sondern zum Gräben machen. Richtig schicke, schiere Gräben. Hier. Ohne reinzufallen. Guck dir das an. Richtig schier. Richtig schön gemacht. Ein paar Sträucher sind noch stehen geblieben. Ja, aber der Grabensohle, Wasserfluss, kann auf jeden Fall raus. Mal hoffen, dass der Kunde zufrieden ist, dass das alles schön ist. So. Oh, endlich fährt die Polizei. Mal gut, dass wir nicht den Bagger gerade verladen. Ja. Das war's hier erstmal soweit. Mal schauen, wie es weitergeht. Dann macht's mal gut. So, hier nochmal ein Nachtrag zum ersten Graben. Alter, das sieht doch schier aus, oder? Schick, so muss das sein. Siehst du, Handy klingelt. Das wollte ich nur nochmal eben nachtragen. Da hinten steht der Bagger. Mal gucken, ob wir den noch wegholen. Also an der Hauptstraße aufladen. Mit ganz wichtig, Trecker mit. Länger um Dach. Glaubst du auch nicht? Der einer fährt langsam, der nächste fährt den fast hinten rauf. Also wie die Geisteskranken. Können es gar nicht erwarten, die wohlverdiente Freizeit hier mit der Alten auf dem Sofa zu verbringen oder sowas. Also da wärst du verrückt, ehrlich. Wie die Geisteskranken. So. Guck mal. Auftrag erfüllt.
Schön alles beleuchtet, sieht wichtig aus, Bagger verzort. Hinten auch eine Leuchte dran, weil wir leicht Überbreite haben. Ne, Überbreite haben wir gar nicht, aber 3 Meter Außenmaß, damit da die Leute sehen, dass es in Ordnung ist. So, das war's, ab geht die wilde Fahrt. So, ein Glück runter von der wilden Straße oder die Straße der Wilden. Mann, die Leute haben einfach keine Zeit mehr. Obwohl die eigentlich schon so viel Freizeit haben. Mann, nein. Da ist nochmal hier. Unser guter Bagger, heute wieder gute Dienste geleistet. Ja, ist direkt vor der Haustür, ein paar Meter noch und dann ist Feierabend. Naja gut, zumindest hierfür. Dann geht's erstmal ab in den Stall. Okay, haut rein.